war ja schon mal in Polen einmal mit dem LKW. Und das war cool. Da wollte ich hier an der Grenze auch Maut ziehen. Bin ich reingestiefelt zu der Tante mitten in der Nacht. Wir müssen Maut kaufen. Aber jetzt kann ich das nicht machen. Und da hat die mir erklärt, dass keine Maut gezogen werden kann. Warum? Wir haben Computerproblem bis 6 Uhr. Erst wieder morgen früh um 6 Uhr. Es war abends 9 Uhr. Ganze Pollen nicht funktionieren. Ich glaube, ich brauche jetzt Maut. Nur bis 6 Uhr morgen. Und jetzt? You need to wait till 6 in the morning. It's not able. Und ich wollte aber weiterfahren. Thorsten Eckert hat sein Mautgerät problemlos erworben. Jetzt muss er es nur noch zum Laufen bringen. Und zwar fachgerecht. Die Box ist eigentlich nur startklar, muss ich nur noch einbauen. Jetzt habe ich mir gerade mal die Bedienungsanleitung durchgelesen. Da steht drauf, da muss dieser Aufkleber drauf geklebt werden. Das ist Pflicht. Wenn er nicht drauf ist, kostet bestimmt auch Strafe. Erst einmal die Scheibe noch an geeigneter Stelle reinigen. Da ist so ein Reinigungstüchel sogar dabei. Surface Cleaner. Was soll das mit meinem Gesicht zu tun? Das ist ja ein Riesentuch hier bis auf hier. Oh, oh. Oh, das ist, that's all? Das ist ja süß. Dann machen wir das Scheibchen mal ein bisschen sauber. So, Thorsten, konzentrier dich, kleb's grad an. Weil das ist ja wie bei uns zu Hause. Ich habe ja das Talent, immer wenn was gerade sein soll, ist es krumm. Deswegen klebe ich schon gar nichts mehr. Oder hängt nichts mehr auf Bilder und so. Das Beste ist auf dem Tracker treffen, wenn du dann bist. Da Nummernschild ist schick. Dein Nummernschild ist schick. Rumminzack, nochmal. So, jetzt pass auf hier. Tollbox. Hängen wir so auf, dass wir die Zahlen lesen können. So. Häng doch ein Bahn frei. Also wir fahren jetzt mal los und warten, dass es grün blinkt. Denn erst dann ist auch sicher, dass das Gerät funktioniert. Jetzt müssen wir mal kurz aufpassen. Da vorne kommt doch jetzt diese Maut Bridge. Ob dann unser Dollding da gleich sagt, es geht nicht. Is the box working or not working? Det läuft, ey. Oh, hier gibt's was zu essen. Sadistische Bovi. Sadistische Schabovi. Schabovi? Wenn die Sprache nicht so schwierig wäre, Polnisch, wäre es viel einfacher. Ich fahre LKW schon fast mein Leben lang. Und ich kenne jeden Kilometer Autobahn. Ich bin 6 Tage in der Woche irgendwo. Ich bin Trucker und das Leben, es gefällt mir so. Doch meine Frau ist jede Nacht allein zu Haus. Und mein Sohn, der schläft und träumt von Mickey Maus. Und am Telefon sagt sie, entscheide dich für deinen Diesel oder Mickey Maus und mich. Meine Antwort ist die große Autobahn. Wer sie einmal fuhr, der wird sie immer fahren. Die Lieder höre ich schon seit 35 Jahren. Ja. Da hatte ich mal eine Kassette, die habe ich abends immer zum Einschlafen gehört. Hatte ich bei mir im Zimmer, kein Witz, ein CB-Funkgerät neben dem Bett. So wie der Junge in dem Song, habe ich immer mit dem Vater gefunkt und so, wenn der abends spät heimgekommen ist. Und dann auch tagsüber wegen mit so anderen LKW-Fahrern gefunden. Ne? Aber da war ich 10, 11, 12. Und dann, wenn du gesagt hast, wo du wohnst, wer du bist, haben sie deinen Vater auch schon gekannt von der Straße. Früher hatte viele junge Kerle CB-Gerät zu Hause, so eine Heimstation. Oder auch viele Hausfrauen vor Langeweile. Haben sich immer mit den Männern unterhalten, die auf der Straße vorbeigefahren sind. Schöne Grüße an die Schneeflocke in Heustreu, wenn du noch lebst. Die hat auch immer gefunkt. CB-Schneeflocke. Komm doch mal auf den Kaffee rein. Nein!
Die Schneeflocke war schon beliebt bei den Truckern. Aber ich war 10 und dann und sie war 40 und dann war ich 20 und sie war 50 und ich war 30 und sie war schon 60. Es hat einfach nicht gepasst. Meine Antwort ist die große Autobahn. In diesem Fall die S5. Wer sie einmal fuhr, der wird sie immer fahren. Und mit 600 PS und dem Herz am rechten Fleck werde ich bis ans Ende meiner Straße fahren. Das Autodromo Internacional do Algarve in Portugal und mittendrin Lkw-Fahrer Sven Julitz. 8 Stunden lang werden die Teams morgen fahren. 300 Mal wird die Rennstrecke umrundet. Das sind knapp 1400 Kilometer. Here we go. Das ist schon spektakulär, ne? Hier ist die Formel 1 zu Hause. Nicht anhalten, Freundchen, nicht anhalten. Auf zur Box vom Project One Motorsport Team. Dort werden die Lkw schon erwartet. Patrick Neiss vom Werkstattteam weist Svens Auflieger in Position. Wie willst du ihn haben? Vorm Tor, ne? Und dann packe ich nachher nochmal um. Die letzten Meter für Sven und seine Millionenfracht. 3300 Kilometer liegen hinter dem gebürtigen Mecklenburger. Ja, cool bleiben! Lass mal so stehen, dann können wir jetzt aufmachen. Profis bei der Arbeit, hä? Steht, oder? Der Moment der Wahrheit. 5 Mann sind nötig, um den 1,245 Tonnen schweren Wagen sicher aus dem Tieflader zu bugsieren. Sven bedient nur die Hebebühne. Ich will. Nee, da kann ich. Ich kann nicht mit anfassen. Man möchte gerne was tun, aber es geht halt einfach nicht. Es ist einfach zu viel Kohle. Wenn da was schief geht, möchtest du natürlich nichts falsch machen. Ne? Ich will mich da besser zurückhalten. Die Jungs machen das schon, die sind Profis und nicht auf den letzten Sekunde noch, dass wir hier irgendeinen Schaden haben oder so. Bleib ich besser ein bisschen weiter hinten. Das gute Stück ist schließlich über 1 Million Euro wert. Der Porsche 911 RSR ist ein speziell für Langstreckenrennen konzipiertes Auto. Er hat stolze 515 PS und einen 4,2 Liter Sechszylinder Boxermotor.